Hi Leute, der Sanu hier. Ich war mir schon fast sicher, dass es morgen kein Update geben wird, aber Titel-Update 20.2 kommt morgen und bringt so einige wichtige Fixes mit, unter anderem auch das ganz wichtige Update zur Katharsis-Maske und zur Kondensator, aber da gehen wir gleich drauf ein. Wir gucken uns die Patch Notes direkt an und gehen so die wichtigsten Sachen durch. So, erste hier, gefixt wurde der Fehler, wo die Progression in der Manhunt, ne, quasi die Prozentanzeige, dass die ein bisschen rumgesponnen hat, wenn man Co-op spielt. Jetzt ist es bei mir so gewesen und ich weiß, einige von euch hatten mir auch geschrieben, dass ihr das ganze Solo gemacht habt und ihr auch das Problem habt. Wie gesagt, ich hab's auch, in den Videos sieht man das auch. Und ich hoffe, dass das Ganze morgen Geschichte hat, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Deswegen warten wir mal ab. So. Genau, und noch ein Update, genau, dass die Prozentanzeige sich nicht richtig updatet, wenn man die Map auswählt. Ja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das nicht nochmal machen müssen. So, dann gibt es ein paar Voice-Over-Lines, ein paar Sachen, die aufgenommen wurden von den Story-Charakteren in der Siedlung, in der Schlosssiedlung, die nicht gesprochen haben. Die sind mit drin. Ein Fehler in der Season 11 Climax-Mission, in der Endmission, die es einen erlaubt hat, über den Zaun zu hüpfen, um ein paar Objectives innerhalb der Mission nicht machen zu müssen. Quasi eine Abkürzung, ne? So, das Tinkering-Menü, also die Bastelei für To-Go, ne? Die hat hier, wie gesagt, den Fix für die Katharsis-Maske. Da konnte man ähnlich der Kondensator, die ja den Rüstungsschaden so hoch hat, den es ja normalerweise nicht gibt in der als Attribut, dass man den nicht optimieren konnte. Das wurde behoben, wie gesagt, und den Rüstungsschaden für die Kondensator da auch. Das sind sehr, sehr coole Sachen. Ich meine, klar, dass sie so Fehler eingespielt haben, das war irgendwie im Hinblick auf die Bastelstation war's zu erwarten. Schön, dass sie es recht schnell gefixt haben. Und somit könnt ihr jetzt schön, braucht ihr nicht ganz so viel zu würfeln, einfach gucken, dass euer drittes Attribut passt und dann alles schön hochoptimieren. So, und halt generell wurde der Fehler behoben an der Optimierungsstation von exotischen Waffen, dass wenn das Kernattribut kein waffenspezifisches ist. So, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und exotische Items können jetzt bis zum Maximum, können bis zum Maximum optimiert werden, selbst wenn man das fehlende Attribut dafür noch nicht hat. Ne? Also quasi, wenn man Schaden gegen ungedeckte Ziele auf 10 hätte, könnte man trotzdem bis 12 hochballern. Oder bis 8, etc. Je nachdem, wo das liegt. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Und besonders für die Spieler, die die Bibliothek noch nicht voll haben, die können da natürlich direkt Gas geben. So, der Rest hier ist okay. Das ist nicht ganz so tragisch gewesen im Descent. War strapaziert das Talent irgendwie zweimal drin, im Pool drin. Ah, okay, das ist ganz cool. Die Vindicator, das neue Exo-Gewehr im NSA-Store, was man kaufen konnte, ändert jetzt seine Attribute, beziehungsweise sein drittes Attribut, alle 24 Stunden. Das ist ganz cool. Für alle, die diese noch nicht haben oder möchten unbedingt eine haben mit Schaden gegen ungedeckte Ziele, könnt ihr dann jeden Tag schauen, ob das für euch passt. So, die Black Friday benannte LMG, die Blaupause dafür, die kann jetzt von den Rekonstruktionsbehältern droppen. Da gab es einen Fehler, die gab es wohl nicht da drin. Ein Fehler wurde behoben, wo man keine Collectibles mehr bekommen hat für das wöchentliche Projekt. Da weiß ich, haben von euch auch einige, die gerne Descent und oft Descent laufen, dass die da Probleme hatten mit dem entsprechenden Sammelobjekt. Ne? Das ist ganz cool. So, dann wurde bei den Projekten wurde ein Fehler behoben in Bezug auf die Festungsmissionen und der Schwierigkeitsgrad darin. Was aber viel wichtiger gewesen wäre, was nicht drin ist, ist dass man Blaupausen bekommt für die Projekte. Weil es wurde definitiv angekündigt, war eigentlich so geplant für die meisten Projekte und irgendwie ist das verschwunden und wurde auch jetzt nicht gefixt. Deswegen, das finde ich definitiv schade. Dann hier ein Clipping-Fehler bei einer Uniform, die man kaufen, die man bekommen konnte. Der wurde auch gefixt. Wenn nicht, ja, das Bekleidungskram, das ist nicht so wichtig. Was ist noch sehr wichtig? So, die Dr. Home,
die ja quasi so war wie in der PTS Phase 1, dass sie bei einem Headshot getriggert hat, die ja, wurde jetzt auf den Normalstand zurückgesetzt, obwohl sich irgendwie niemand beschwert hatte jetzt, ne, tatsächlich. Also ich habe nie von irgendjemandem gehört, der irgendwie ein Megabild gebaut hat, komplett dann um die Dr. Home herum, weil es so krass war. Aber ja, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall jetzt wieder, dass man das Rüstungskit erst bekommt, wenn man den Gegner killt und nicht per Kopfschuss. Der Collector, der Sammler, die exotische Brust, die sollte jetzt bei Inaya als Blaupause zu kaufen sein, nachdem man sie im normalen Lootpool oder aus einem exotischen Behälter gezogen hat. Das gleiche gilt auch für die Iron Lung, also für die eiserne Lunge. Da ist es auch so, ich hatte das ja im Season Pass mit drin, aber ich weiß, dass so ein, zwei auf jeden Fall in den Kommentaren mal nachgefragt hatten, naja, wie sieht's aus? Hast du da eine Ahnung in Bezug auf die Blaupause für die eiserne Lunge? Jetzt solltet ihr sie bei Inaya bekommen, wenn ihr die eiserne Lunge, wie gesagt, über entweder aus dem Lootpool so gezogen habt oder aus einem exotischen Behälter. Oh, sehr geil. Oh, sehr, sehr geil. Okay, das gibt ein Update für das Dilemma Vindicator Build. Das wird richtig geil. Da werden wir auf jeden Fall ein kleines Upgrade-Video für raushauen, weil der Fehler wurde behoben, dass das Fokus-Talent nicht mit der Vindicator funktioniert. Das sollte jetzt funktionieren. Sehr, sehr geiler Fix. Ansonsten, ja, ich lasse euch eh, wie gesagt, den Link hier zu. Wir kopieren ihn schon. Den haue ich euch eh in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr das eh nochmal schauen. Aber das waren die wichtigsten Sachen. So. Ha, ein Fehler wurde bei Danny Weaver behoben, wo er zweimal die Woche neue Sachen im Gepäck hatte. Das heißt, das war definitiv ein Fehler. Schade eigentlich. Schade. Aber naja, es ist wie es ist, ne? Der Rest ist so okay. Könnt ihr euch den Rest gerne angucken. Haut mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich bin raus, Leute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.